beiden Champions League-Aspiranten gegeneinander. Beide haben gegen Feyenoord bzw. Valencia sehr gute Figur gemacht. Allerdings die Chancen, die Hauptrunde in der Champions League zu erreichen, besteht da doch bei den Grazern etwas mehr. Nicht zuletzt dank der beiden Tore von Marco Schopp. Beide aus einem Elfmeter gegen Feyenoord und er wurde heute mit besonders viel Applaus bedacht. Große Begeisterung im Schwarzenegger Stadion, 13.000 Zuschauer, Sturm übrigens ohne Teamkandidat Kotzian, der wegen eines Hexenschusses nicht spielen kann, und ohne Foda, die Tiroler ohne Bauer, ansonsten in der Besetzung, die gegen Valencia ein 0:0 am Mittwoch erreicht hat. Und die Tiroler beginnen resolut, ohne Scheu, und erste Möglichkeit, ein abgefälschter Schuss vom Pšenček. Das Ganze noch einmal, er trifft hier die Fußspitze von Neukirchen und da geht der Ball über das Tor zur Ecke. Kurt Jara, dann Sturm, Juran und Reinmeier aus der Drehung und Tscherchesow ist überrascht in der 14. Minute das 1:0. Und für ihn, für Hannes Reinmeier, sein 50. Tor in der Fußball-Bundesliga. Das Ganze noch einmal eingeleitet, weite Flanke von Minnerwand. Juran. Schub gibt weiter und Reinmeier dreht sich einmal um und schießt ein und Tscherchesow ist geschlagen. Nach 14 Minuten also das 1:0 für Sturm. Hannes Reinmeier, der aus dem Schatten von Vastić treten muss und das Spiel machen muss, seit der Spielmacher verletzt ist, und man merkt es förmlich, dieses Tor gibt ihm Auftrieb. Freistoß, Ball von Brudlow. Tscherchesow richtet die Mauer ein, 5 Mann in der Mauer, Juran, aber der Ball geht drüber. Juran und Sabic heute die Sturmspitzen, Sabic also anstelle von Kotzian und für den verletzten Foda spielt Neukirchner Libero, eine Position, die er wohl auch am Mittwoch in Budapest gegen Ungarn spielen wird. Dann Reinmeier, herrliches Solo und ein wunderschönes Tor, 2:0 und er ist heute der Matchmaker, Hannes Reinmeier. Erreicht wieder seine einstige Form. Ein fantastisches Tor. Schaut auf, Haken. Und jetzt nimmt er Maß. Vorbei an Kogler und der Ball passt ganz genau im Eck. 2:0. Nach 34 Minuten bahnt sich doch eine klare Entscheidung zugunsten von Stürmern. Tscherchesow ohne Chance. Die Tiroler in dieser Phase praktisch ohne Chancen. Sturm macht das Spiel. Spielt viel über die Seiten, über Schopp und Minnerwand, und die Tiroler kommen nur selten. Wenn, dann immer wieder über die linke Seite. Kirchler, idealer Pass auf Gilewitz und da rettet Schickl drüber. Beste Möglichkeit für die Tiroler in der ersten Spielhälfte. Ja, der Pepe Schickl drüber, viel geschmäht in diesem Herbst, aber er wird immer stärker jetzt. Und momentan ein sicherer Rückhalt in der Abwehr von Sturm. Und dann weiter Sturm. Flörki. Watzinger, kurz abgewehrt. Ein Gestocher am Strafraum. Flörkin nimmt sich den Ball und geht hinein in den Strafraum. Und Brudlow an der Strafraumlinie oder knapp drinnen. Schiedsrichter Stuchlik entscheidet auf alle Fälle auf 11 Meter. Und ich würde sagen, Millimeterarbeit war es. Er war knapp über der Linie, 11 Meter. Hier noch einmal Flörkin geht auf und davon. Und da war es deutlich zu sehen, er war ganz knapp über der Linie. Und damit richtige Elfmeterentscheidung. Markus Schopp. Und Tor, 3:0 für Markus Schopp, übrigens sein drittes Elfmeter-Tor innerhalb von 95 Stunden. Er hat zweimal gegen Rotterdam Feyenoord aus Elfmetern getroffen. 3:0 und das in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte. Es scheint alles klar im Schwarzenegger Stadion und die Zuseher feiern bereits einen Erfolg ihrer Mannschaft gegen Meister FC Tirol. Noch einmal der Elfmeter, kommt nicht heran, Tscherchesow, und ein zufriedener Präsident hier. Mit einem 3:0 hat sicher keiner gerechnet. Nach Seitenwechsel probierte Sturm weiter über die Seiten fallen. Juran, der immer wieder auch nach links ausweicht. Aber er ist nicht ganz zufrieden. Ivica Osim, der Perfektionist als Trainer, der natürlich auch in der zweiten Hälfte von seiner Mannschaft noch Volldampf will. Aber die Mannschaft schaltet zurück und die Tiroler kommen besser ins Spiel. Gilewitz. Erst das Um und Auf im Spiel der Tiroler. Gute Möglichkeit, Kirchler, und dann schießt er nicht scharf genug, um Schickl drüber zu bezwingen. Gute Chance war das für Kirchler.
Ja, noch einmal nimmt den Ball ideal an und hat man genau gesehen, er hat nicht ganz konsequent genug geschossen. Dreht sich geschickt, aber trifft dann den Ball nicht richtig. Kommt nicht mit voller Kraft an den Ball und es wird nur ein Roller und für Schickelgruber kein Problem. Die Möglichkeiten für Sturm werden seltener. Zumeist über Minerwand kommen die Flanken. Schopp, Juran, aber ein schräger, ein schwieriger Winkel und da war es schwer, den Ball besser zu treffen. Das Ganze noch einmal. Von der Schulter von Schopp springt der Ball herüber und Juran knallt ihn dann mächtig über das Tor. Wieder Kirchler, er und Gilewitz, die treibenden Kräfte im Spiel der Tiroler. Pschencek und sein Flachschuss doch deutlich am Tor vorbei. Ja, die Frage, wer hat mehr Kraft gelassen in dieser Woche? Sturm hat immerhin einen Tag mehr Zeit zur Regeneration gehabt. Die Tiroler haben am Mittwoch gespielt, Sturm am Dienstag. Wenn die Tiroler jetzt in der Schlussphase auch optisch besser ins Spiel kommen, liegt das wohl daran, dass Sturm mit dem 3:0 im Rücken natürlich jetzt nur noch auf Halbgas fährt. Kräfte schon für die nächsten Spiele und die Gedanken natürlich auch immer wieder das Rückspiel, das so wichtige gegen Feyenoord Rotterdam im Blickpunkt hat. Das Spiel selbst, ein gutes Spiel, hohes Niveau, hohes Tempo, gute Möglichkeiten, vor allem für die Tiroler in der zweiten Hälfte. Sturmabwehr von Neukirchen aber gut organisiert, mit Mamedov heute als Manndecker und glänzend gehalten hier von Schickelgruber bei einer neuerlichen Möglichkeit der Tiroler. Ja, der Pepe Schickelgruber bewahrt seine Mannschaft hier vor einem möglichen Verlusttreffer mit einer tollen Reaktion. Osim wechselt dann, bringt noch Feldhofer, bringt Prilasnik, bringt Korsosch. Und Feldhofer, kaum nachdem er eingewechselt war, mit einer Möglichkeit. Und die Zeitlupe zeigt uns, dass der Ball relativ knapp am Tor vorbeigeht. Ferdinand Feldhofer, gut aufgespielt von Juran. Und da geht der Ball um ein paar Zentimeter an der Stange vorbei. Typisch Ivica Osim, da hätte er gerne noch das vierte gehabt. Dann noch eine Chance für die Tiroler nach einer guten Vorarbeit von Watzinger. Er kämpft sich noch einmal den Ball, aber auch dieser geht drüber. Es bleibt schlussendlich beim klaren 3:0 Erfolg von Sturm gegen den FC Tirol. Und verständlich der Jubel der Sturmspieler nach dem Spielschluss. Also klare Niederlage des Meisters und was ganz beachtlich ist, Sturm Graz ist jetzt schon fast ein Jahr daheim in der Max-Bundesliga ungeschlagen und zwar genau seit 21. August 1999. Das sind 17 Spiele und von diesen 17 Spielen hat Sturm 15 gewonnen, also wirklich eine eindrucksvolle Heimbilanz von Punta Gamma Sturm Graz. Zweifacher Torschütze heute Hannes Reinmeier und unser Reporter Gerald Zaubach wollte von ihm wissen, ob er vielleicht aufgrund des Fehlens von Vastitsch und Kozian besonders befreit aufgespielt hat. Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, ich habe sogar sehr nervös angefangen. Ich habe nicht sehr gut angefangen. Das Tor hat mich ein bisschen erlöst dann, von dem ganzen Druck. Aber es ist halt so, wir sind halt Elf Spieler am Feld und wir müssen alle Elf Verantwortung übernehmen und schauen, dass wir Tor machen. Und heute ist mir Gott sei Dank gelungen. Gut, das erste war Glück, muss ich sagen, weil sehr viele Verteidiger von Stoczesow gestanden sind. Und er hat es ja nicht gesehen, hat, er war nicht schwer, nicht scharf geschossen, aber Gott sei Dank drin. Und der zweite, muss ich sagen, den habe ich ganz gut getroffen, da habe ich schon gewusst am Fuß, der muss drin sein. Und während Reinmeier seine Torchancen hundertprozentig verwertet, vergeben die Tiroler einige tolle Möglichkeiten. Ein Tag weniger Pause nach dem Spiel gegen Valencia. Als Sturm zeigt offenbar Wirkung. Wir haben keine Erfahrung mit dieser Doppelbelastung. Sturm hat die schon, kann es jetzt besser verkraften und wir sind sicher noch Neuling auf dem Gebiet, sagen wir, dass wir diese Doppelbelastung oder mit Kraft- und Dreifachbelastung haben und ja, wir müssen eben schauen, dass wir jetzt den ganzen Kader zum Einsatz bringen, dass sich einige Spieler vielleicht die Kräfte wieder sammeln können und dann wieder Vollgas geben und schauen, dass wir drinnen bleiben. Und Domi Kozian, der heute wegen eines eingeklemmten Nervs nicht mit der Mannschaft jubeln durfte, möchte auf sein Teamdebüt nicht verzichten und glaubt, dass er fürs Ungarn-Länderspiel wieder fit ist. Ich wollte heute unbedingt spielen, aber ist nicht gegangen. Ne? Das muss man sehen. Wenn kann ich nicht am Montag trainieren, dann komme ich zurück. Das ist ganz klar. Aber vom Gefühl, ich hoffe, dass ich spiele am Mittwoch.